und jetzt wollen wir im Grunde genommen ja hier irgendwie so einen Übergang haben. So in etwa. Und es bietet sich natürlich an, diesen Übergang und vielleicht auch das da hinten, könnte ich eigentlich ganz gut mit Steinen und Slabs machen. Nicht wahr? Also ich dachte mir das jetzt in etwa... Also in etwa... Wie dachte ich mir das denn? Ich dachte mir das jetzt ungefähr... Also wenn ich jetzt erstmal so mache... Und hier dann einfach so. Also dass man auch so einen halben Block vielleicht tiefer noch hat. Dann hat man auch mal wieder ein bisschen Höhenunterschiede. Sieht ja meistens ganz gut aus hier in Minecraft. Kann man hier auch gut herlaufen, ohne direkt unter der Decke zu sein. So ist man ja wirklich... So streift man ja mit den Haaren schon an der Decke entlang. Ich denke, das ist schon ganz okay. Wenn es einem nicht passt, dann soll er es in die Comments schreiben und dann wird er dafür gehatet. Oder es passt mehreren Leuten nicht, dann liken die das gegenseitig und dann werde ich übelst gehatet. Sucht euch aus. Hui, so. Okay. Also, hier dann noch so. Und hier dann noch so. Und so 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 so. Die Seite auch. Okay. Jetzt können wir das hier vorne natürlich optisch schon ein bisschen anpassen, dass wir den Boden mal wieder aus Cobblestone haben, die Wände mal wieder aus was Schönerem. Dann können wir natürlich eigentlich... jetzt können wir uns das ja hier richtig... Mit den neuen Treppenstufen, die es gibt, können wir uns das ja sogar richtig schick machen hier. Ah, ja, okay. So, und dann noch so. Nein, irgendwie passt das gerade nicht. Vielleicht noch so. Ja, okay. Dann kann man hier so runtergehen oder man sagt, nee, ich will hier lieber an der Ecke hoch. Man läuft jetzt auch nicht unbedingt Gefahr, hier runterzufallen oder so. Das ist doch schon ziemlich cool. So, jetzt können wir hier an der Wand eigentlich noch ein paar Cleanstones reinklatschen. Ich hoffe nach wie vor, dass wir nicht mit irgendeiner Farm oder sowas in Berührung kommen. Wir sind ja gerade hier nur auf Höhe 60. Wobei, wenn wir hier dann, das ist 61, das hier ist 62. Über uns ist also schon 63. Normales Grundwasser ist auf 64. Es kann also gut sein, dass wir hier und da dann gleich irgendwie mit irgendwas in die Quere kommen. Spätestens bei der Decke würde das sehr gut passen. Mal wieder so mit unserem Unglück. Gut. Die beiden sollen natürlich dann auch aus Cleanstone sein. Passt die Wand ansonsten? Die Wand ist fertig. Die Wand ist auch fertig. Die Wand ist fertig. Die Wand hier ist nicht fertig. Ich will jetzt allerdings auch nicht wieder irgendwas hier kaputt machen. Ich glaube, dass genau das passiert, wenn ich den Block wegnehme, oder? Ja, genau das passiert. Dann muss ich hier ein bisschen wegschaufeln. Jetzt habe ich wieder alles kaputt gemacht. Oh nein, und vor allen Dingen war das noch nicht wieder fertig. Oh, scheiße. Es waren ja die Dinge zwar noch nicht wieder fertig, die Farm. Dann muss ich jetzt einfach nur direkt den passenden Block hinsetzen. Dann muss da also jetzt ein Cleanstone hin, auf den dann... Ich hasse das mit den Seeds an den Schuhen. An den Füßen. So. Und dann muss hier... Im Grunde muss ich jetzt ja, warte, so, dann kann ich hier hoch, sagte ich, hier hoch, genau, so. Und wenn ich da jetzt auch einen Cleanstone hinsetze, dann kommt da jetzt einfach, ah nein, der muss noch einen höher, und da kommt die Fackel drauf. Ich hoffe, dass es jetzt so wieder passt. Der da kann dann ja eigentlich wieder weg, und dann kann hier Cleanstone hin. Also im Moment ist es an, hier kommen auch noch Treppenstufen rein, ist klar. Ja, toll, das ganze Seed sind wieder runtergefallen. Jetzt ist es wieder aus. Ja, genau. Jetzt bepflanze ich das einmal gerade nicht neu. Das mache ich vielleicht nachher offscreen. Ich gerade einfach per se keinen Bock zu. Denn ein Stein ist jetzt auch mal einfach geschissen. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier aus der Decke noch ein bisschen was rausrollen. Das noch ein bisschen schicker machen. Und dann haben wir doch gut was geschafft. Boah, was ist das gerade für, keine Ahnung, Dungeon-Musik hier bei Zelda? Also, okay, der Zelda ist ja teilweise Dungeon-Spiel, aber kam mir gerade so ein bisschen so, Grusel. Na gut, jetzt nicht mehr. Da haben wir wieder mal was Typisches. Typisch Zelda, ja, die Olle, ne? Der Olle Link. Ne, Link war so, ach, keine Ahnung, ich bin nicht so der Zelda-Experte, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich der mega übelste Zelda-Noob, aber ihr könnt mir da sicher zu großen Teilen auf die Sprünge helfen. Okay, gut, den Boden hier haben wir aus Cobblestone, den Boden hier haben wir aus Cobblestone, dann machen wir da einfach Treppen zwischen, zack, zapp, zapp, sieht schön aus, es reicht ja auch eigentlich ein so ein Block und ich würde sagen, für diesen kleinen Gang hier,
Also entweder komplett aus Cleanstone oder komplett aus Cobblestone. Also hier sind die Wände auch aus Cleanstone. Von daher setze ich das hier auch einmal gerade so um, sonst sähe es wahrscheinlich komisch aus. So, der da kann eigentlich auch noch zu. Hier dann auch. Cleany, cleany, stony, reini. So, dann der noch. Der noch. So. Oh, shit. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Oh. Habe ich da jetzt irgendwas vorgesetzt? Ach nein, ich habe jetzt nur aus Versehen... Ach, ganz ehrlich, Leute, was passiert denn hier? Jetzt ist der Seed wieder weg und jetzt habe ich da irgendwie einen Cobblestone und Cleanstone. Jetzt habe ich wieder 42 Cleanstones. Ich eben auch schon so viele. Kommt mir gerade so viel vor. Oh, so ist natürlich aber falsch. Sondern da kommt der Wendern hin. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass es wahrscheinlich gar nicht geht, ne? Nein, es geht nicht. Dann muss da auf jeden Fall Erde hin. Oh, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Da muss Erde hin. Ja, also Erde. So. Und das heißt, dass ich vielleicht alles hier einen tiefer machen muss, ne? Oder ich lasse hier das Erddach. Hier ist ja auch überall Erddach. Also Erddecke. Ist jetzt vielleicht ja nicht ganz so schlimm, oder? Nee, also ich finde, das geht eigentlich. Der hier steht irgendwie noch ein bisschen über, oder irre ich mich da jetzt? Nee, der da steht noch über. Ey! So. Dann muss da natürlich auch noch ein Cleany hin. So. Kann man gerade von hier hinten gucken. So, passt es eigentlich schon. Jetzt fehlen da natürlich an den Wänden hier noch das Passende. Also zumindest der da so. So, oh, hab ich da gerade einen Slimy gehört, oder war das ein Enderman? Tja, jetzt sind hier natürlich die Wände aus Cobblestone und hier dann nicht mehr. Wenn ich das jetzt auch doch nochmal aus Cobblestone mache, vielleicht sieht es dann besser aus. Ich sollte übrigens gerade, wo ich ja eben gesehen habe, dass es dunkel ist, einmal wieder den hier machen. Ich höre es gegen die Türen hauen. Na? Ist hier jemand? Oder sind wir allein? Allein. Oh, jetzt haben wir so fröhliche Musik. Jetzt wo ich gerade so ein bisschen... Enderman. Wir wollen Enderperlen. Komm hin. Hey, komm hin, du. Was soll das, hä? Put. Kommst du? Es ist dunkel hier. Du musst kämpfen, bis du tot bist. Alter. Kannst du mich doch jetzt hier nicht einfach stehen lassen, yo. Okay, also man sieht, es ist irgendwie alles nicht so super hübsch oder so, aber ich finde, es ist so schon voll okay. Ich würde sagen, wir beenden hier erstmal vorläufig mindestens den Bau an dieser Pilzgeschichte hier. Das soll wohl so schon in Ordnung sein, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, schreibt es in die Comments, sagt mir, was geändert werden soll und dann komme ich dementsprechend nach. Vielleicht. So, da ist alles voller Viecher. Ich denke mal, hier werden mir auch gleich die ersten schon runterspringen und so. Ich sprinte von daher einmal gerade Richtung Burg. Brr, Zombie, ey, mit dir lege ich mich aber gerade an, du. Hä? Und du läufst hier auf meinen Blumen rum. Das geht aber nicht, du. Hier kommt schon irgendwo eine Spinne. Unsere Eichen, ja, sind gut gewachsen, ne? Okay. Oh, da hat ein Enderman einen Kiesblock umgesetzt. So ein mieser Typ aber auch. Sowas. Das gehört sich natürlich gar nicht. Was natürlich sehr gut ist, mit unserem Schärfe 2 Schwert können wir natürlich gnadenlos Creeper mit zwei Schlägen killen. Oder auch Skelette hier. Das ist also wirklich was, was sich echt gut gelohnt hat. Unsere Sticks sind alle. Oh. Wir kriegen Platz im Inventar. Oh, und vor allem jetzt draußen gerade wieder hell. Das ist doch auch herrlich. So, und jetzt, wo das Spiel auf hell ist, denke ich mal, sieht man auch alles wieder sehr gut. Ich lasse jetzt einfach mal dieses elendige Weggespringen immer sein, sondern werde einfach mal hier kämpfen, ne? Like a boss. Brr. Schweini? Oh, ey, was soll das? Ne? Was soll das? Brr. So, und du da oben auch. So, einmal einen Erdblock dahin. Ey, Erdblock dahin. Und jetzt können wir gerade nichts Besseres zu tun machen. Die mal rein. Ey, ich will den da wegmachen, bevor ich dich töte. Ey! Ja, dann töte ich dich halt erst. Mann. So, jetzt Erde wieder weg. Gut. Der Ordnung halber natürlich. Dann steht noch ein Creeper auf der Mauer. Ich hoffe mal, dass hier gerade keiner irgendwo ist. Auf der Mauer und gleich runterspringt oder so. So. Also, das Schwertchen erstmal natürlich reparieren. Zack. Und jetzt würde ich sagen... Haltbarkeit, Plünderung. Ja, wir wollen hier natürlich eigentlich Plünderung drauf haben. Aber ich glaube, ich mache erstmal hier das Reparieren noch. Erstmal sowas geht vor, würde ich sagen.
Und ich würde sagen, da wir im Moment das meiste mit der Spitzhacke ja nun machen, machen wir hier doch erstmal weiter, oder? Wie kriege ich da denn jetzt mehr Effizienz drauf? Also so könnte ich jetzt entzaubern, aber das will ich ja gerade nicht. Ich will jetzt gerade eigentlich nur noch mehr Effizienz drauf haben. Enchant, Disenchant, Repair, Transfer. Can use? No. This action allows you to transfer enchantments from one item to another. Also wenn ich jetzt das Enchantment zum Beispiel hier drauf haben will, dann wird das jetzt ein Level nur kosten. Okay. Das ist natürlich chillig. Aber ich will jetzt gerade das nicht transferen. Ich will es nicht disenchanten, sondern ich will es eigentlich weiter enchanten. Also, Bookshelves. This shows the number of bookshelves around the enchantment table. 20. Ja. Ich habe übrigens auch von euch dazugelernt, dass es hier bei diesem Mod nicht... Der Pfeil hinten im Kopf sieht ja lustig aus. Dass es bei diesem Mod nicht mehr darauf ankommt, wie viele... Also nicht für das maximale Level drauf ankommt, wie viele Bücherregale hier sind, sondern dass je mehr Bücherregale da sind, umso weniger EP kosten dann hier eben die einzelnen Verzauberungen. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie es besser geht, aber ich werde jetzt einfach mal das hier runternehmen. Und wenn ich jetzt wieder drauf packe, kostet das, na gut, ein Level mehr. Und wenn ich jetzt gleich so mache, kostet es 28. Haben wir 28? Ja, wir sind Level 30. Von daher mache ich jetzt einfach mal gnadenlos 5 drauf. Ich weiß, das ist jetzt mega teuer, aber ich sag mal, wir werden es ja immer wieder reparieren. Das ist also, denke ich, schon okay. Einmal gerade der Interesse halber, wenn ich jetzt Haltbarkeit 1 mache, kostet das auch schon direkt weitere 4 Level. Und wenn ich Haltbarkeit 3 haben will, schon 17 und so, kostet schon 35. Behutsamkeit geht dann schon gar nicht mehr, oder? Achso, man kann nicht Glück und Behutsamkeit haben, oder wie? Achso, das schließt sich aus. Warte mal, warum schließt sich das aus? Achso, natürlich, damit man das nicht wieder hinsetzen, wieder abbauen. Ja, ja, okay, natürlich, ja. Aber kann man das dann nicht mit unterschiedlichen Hacken machen? Her? Kann ich nicht. Kann ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel... Warte, lass mich mal überlegen. Also, es klappt ja nicht bei Eisen, es klappt bei Diamanten jetzt zum Beispiel. Kann ich dann nicht die Diamanten wieder hinsetzen? Ich baue die mit Behutsamkeit ab. Ach nee, da kommt der nicht. Ah, nee. Okay, ja, ist schon klar. Klappt nicht, natürlich. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, kennt ihr bei mir, das dauert ja manchmal ein bisschen. Aber ich krieg's hin. Es dauert nur manchmal ein bisschen. Okay. So, hier einmal den Kieschrein wieder rein. Kieschrein. Der Kieschrein, ja. Das ist nämlich ein ganz besonderer Schrein. Das ist nämlich der Key-Schrein. Was ist da los mit der Entfernung? Steht die schon wieder nicht mehr passend? Grafikeinstellung, was? Die steht schon wieder nicht mehr passend. Warum stellt sie sich nur jedes Mal um? Ah, ich glaube, letztes Mal hatte ich das umgestellt wegen den FPS-Einbrüchen. Das konnte sein. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich mehr, woher die rührten. Aber irgendwoher rührten die ja. So. Jetzt vielleicht noch einmal das Inventar mal wieder leeren. Ja, einen Fall müssen wir behalten. Also so und dann hier und dann sortieren. Das kann mit weg und Kohle kommt natürlich hier mit zu. Und Steinkraftzeug packe ich hier wieder mit zu. Ach Quatsch, jetzt habe ich es bei Holzkraft reingepackt. Die Leiter kommt noch. Das mit den Leitern zum Beispiel, ne? Ganz ehrlich. Wir hatten wie viele Leitern? Ach nee, ich hatte ja... Nee, Moment. Ich glaube, es passt alles. Ja, doch, es passt alles. Schon gut. Ja, ich wollte gerade schon wieder lästern, aber ich glaube, es passt doch alles. Okay. So, dann würde ich sagen, weil, ich sag mal, jetzt Cleanstone zumindest tendenziell eher in diese Steinkraft-Truhe passt als normaler Cobblestone, lagere ich den einmal gerade hier um, dann kriege ich nämlich vielleicht sogar meinen ganzen Cobblestone da rein. Naja, zumindest fast. Vieles ist nicht mehr, was mir hier überbleibt. Das ist doch schon mal eine ganze Ecke besser. So, dann kommt das hier noch bei Farming rein. Bei Steinkraft kommt das hier noch mit zu. War das nur das eine Stack oder habe ich schon irgendwas an den Füßen? Ne, ich habe nichts an den Füßen gerade. Okay. So. Das kann so eigentlich bleiben. Und jetzt haben wir eben mehrere Möglichkeiten. Wir können im Grunde genommen... Aber ich glaube, das werde ich nächstes Mal anfangen. Mit dem Weg hier weitermachen, also mit dem Weg, der nach hinten hinführt, dass wir da eine Art Garten uns nochmal ein bisschen besser zusammenstellen. Wir haben den Weg da hinten, den wir von der Burg aus nach da vorne ziehen und dann Richtung Turm wahrscheinlich in den Berg rein. Und ich will ja noch das Haus symmetrisch machen. Also das hier rüberziehen und noch 2 Blöcke breit, hier unten eine Doppeltür reinmachen und so ein Zeug. Ich muss hier natürlich ein bisschen gucken mit dem Weg dann.
da hinten vor allen Dingen auch gucken. Ah, ja, ja, ich kann sein, dass ich das alles ein bisschen umsetzen muss. Aber da im Haus will ich es ganz bestimmt nicht umsetzen. Naja, also ihr seht schon, das bedarf noch ein bisschen Arbeit. Das müssen wir noch ein bisschen überarbeiten alles. Ich werde mir da noch so ein paar Gedanken jetzt gleich zu machen. Werde ich hier erstmal wieder soweit cutten. Wir haben ja einiges geschafft. Ich denke, dass wir auch demnächst einfach so weitermachen können, dass wir ja weiterhin schön was schaffen, schön was erreichen. Hier oben soll natürlich auch irgendwie mal noch ein bisschen schön ausgeschmückt werden. Hier will ich nochmal nach dem Lichtzeugs gucken. Auch so sieht das ja noch ein bisschen komisch aus, selbst ohne diesen Cheddar-Mod. Und von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, dass ihr dann auch morgen wieder einschaltet. Denn wenn ihr wollt, sehen wir uns dann morgen wie gewohnt um 15 Uhr. Ciao, ciao.